Na, schau mal an, wen haben wir denn da? Morgen. Glück auf, mein Junge. Auf. Und, schön Schläfchen gemacht? Mhm. Ja? Ja, sicher. Herrlich, herrlich, herrlich. Hast du auch gut geschlafen? Ach, wunderbar, wunderbar. Ich kann mich null beschweren. Aber Fakt ist, ich muss meinen Schlafsack loswerden. Und meine neue Isomatte irgendwie besorgen. Hier simulieren wir mal so einen Drohnenflug. Übers Lager. Ah, Glück auf, mein lieber Gruß und die allgemeine Ruhrpott-Outdoor-Gemeinde. Wie ihr seht, gibt's Django und mich noch. Wir haben uns hier bereits auch schon mal so ein Käffchen gegönnt. Und Nacht war ganz cool. Es war sehr romantisch mit dem Ausblick im Hintergrund, den man vielleicht so ein bisschen ansatzweise erkennen kann. Und Django furzt hier wie ein Weltmeister, stinkt hier im Lager, als hätten hier, weiß nicht, 30 Füchse gerade sich einen kommen lassen. Das ist deine Chili con carne gewesen. Ja, 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 klar, schieb alles wieder auf mein Chili con carne, nur weil dein Verdauungstrakt nicht funktioniert. Ja, ist klar. Ist klar. Ne, abends war es hier sehr romantisch. Wir haben hier wirklich schön gesessen, sind aber, glaube ich, auch schon irgendwie um 10 pennen gegangen, weil wir beide irgendwie ziemlich platt waren. Django hatte noch einen Arsch voll von der Fahrzeuganmeldung der Feuerwehr. Schön war, dass uns der Eckdorf noch besucht hat. Allerdings haben wir das leider nicht filmen können, aufgrund unserer doch eingeschränkten Möglichkeiten der Kamera. Tja, war es leider einfach zu dunkel. Aber der Mann ist ja auch dermaßen hässlich, den will man ja eigentlich im Hellen auch gar nicht wirklich sehen. In dem Sinne, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen das Lager abbauen und uns dann auch schon auf dem Heimweg machen. Ist zwar relativ früh, aber dann haben wir noch ein bisschen was vom Tag. Mittlerweile haben wir es hier mal aus dem Tarp geschafft. Ich hoffe, diese etwas laienhafte Konstruktion erschreckt er nicht allzu sehr. Wir werden jetzt gleich nochmal zusammenbauen und werden dann auch den Weg Richtung Heimat antreten. Ich glaube, es ist gerade mal irgendwie morgens früh 7:30 oder so. Aber ja, war schön. Mal ganz ohne die anderen Jungs. Wie gesagt, schön, dass uns der Eckdorf noch begrüßt hat. Er ist sogar noch mit seinen beiden Hunden vorbeigekommen. Haben uns sehr gefreut drüber. Noch ein bisschen gequatscht und alles. Und schön, wenn die anderen auch noch vorbeigekommen wären. Was? Schön, wenn von den anderen auch jemand vorbeigekommen. Ja gut, es hat ja nicht immer jeder zweit. Das stimmt. Ja, also jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ja, Django ist glaube ich noch ein bisschen müde, da sieht man ihn auch. Mein Gott, Gesicht ist wie ein modernes Kunstwerk, Alter. Du bist so hässlich, unfassbar morgens früh. Naja, wie gesagt, wir brechen gleich noch auf und ja, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es heute noch einen Wandertag oder so. Mal schauen, was wir noch auf jeden Fall machen. Euch einen schönen Sonntag und bis dahin. Glück auf!
Guten Tag. Guten Tag. Natürlich hier wieder astreine Müllmitnahme, so wie man das gewohnt ist. Jetzt wollen wir hier so ein bisschen uns auf den Weg nach Hause machen. Wir haben auch noch ein Stück zu laufen. Hört ja, ein bisschen aber ist so. Aber kleines. Wir haben auch einfach scheiße geparkt. War eine dämliche Idee davon ab. Ja, egal. Aber gut. Unsport am Morgen. Ja, richtig. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man fit und gesund in den neuen Tag kommt. Genau. Am Arsch. Am Arsch. Absolut am Arsch. Oh, was haben wir denn da? Hurra. Glück auf, ihr Klappspaten. Ja, im Gegensatz zu heute Morgen sind wir eigentlich immer noch genauso müde. Ich war zwischendurch noch beim Baseballtraining. Da hat sich nichts dran geändert. Was hast du denn gemacht? Ich habe meine Wohnung da gemacht, meine alte. Ah, ja. Ja, Django ist umgezogen. Ja, wird Papa und heiratet bald auch noch und so. Wird so grundsolide. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir ihn dann gesehen haben. Ja, wir hatten ja versprochen, dass wir heute noch so einen leichten, dezenten Wandertag einlegen wollen. Erwartet jetzt bitte nichts Großartiges, aber wir sind jetzt hier so ein paar wenige Fahrminuten von zu Hause entfernt an so einem alten Rechenzentrum, wie man da so im Hintergrund erkennen kann. Und würden euch einfach mitnehmen für ein paar Minuten, Stunden, Wochen, Tage, Jahre. Gucken wir mal. Es werden eher Minuten, ja. Also so wie ich uns kenne, werden es eher Minuten. Wir sind ja jetzt nicht so die Filmprofis wie Gus. Werden euch aber auf jeden Fall mitnehmen. Ein bisschen den Wald, ein bisschen hier so die Ecken zeigen. Vielleicht mal nach einem neuen Lagerplatz irgendwie Ausschau halten. Ich muss mich erst dran gewöhnen, in die richtige Kameralinse zu gucken. kommt einfach mit und mal schauen, was wir vielleicht da irgendwie noch entdecken. Bis gleich. Oha, Django, kannst du erkennen, ob das Rot- oder Schwarz-Milan ist? Nee. Nee, ne? Nee, aber ich würde sagen Schwarz. Aber ich dachte, Milan wäre eine Panzerabwehrwaffe. Hab ich auch gedacht. Ja? Oh, noch einer. Wie heißt eigentlich die Mehrzahl? Milane, Milans? Milaninnen? Melaninnen, oder? Melaninnen, ja? Ja, macht Sinn. Würde ich jetzt sagen. Ja, Melanin. Melanie? Naja, Lagerplatz ist so eine Sache. Wahrscheinlich ist dem alten Mann wieder hier zu viel Gehölz. Da oben ist noch die große Bundesstraße. Das ist ihm wahrscheinlich wieder alles zu laut. Da meckert er den ganzen Tag wieder hier rum. Hat es schon nicht leicht. Wie sieht das denn aus zum Thema Lagerplatz, Django? Wie sieht das denn da aus zum Thema Lagerplatz? Ne? Kacke. Ja, und wir wissen ja, dass der gute Gus ja sich nicht mit allem da zufrieden gibt. Na, das muss ja schon eine 1A-Lage sein. Sonst hörst du dir den ganzen Tag wieder das scheiß Genörgel an. Was sagst du? Da ist seine Hängematte nicht befestigt. Nee. Und wenn der gute Mann nicht in seiner Hängematte schläft. Aber hier könnte man wieder das ultimative Gefühl haben, so einen Hang runterzurutschen. Ja. Alter Billy, hier bin ich ja noch nie in meinem Leben lang gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch gerade das, was interessant ist.
irgendwie, obwohl das ja von hier oben, von der Lage her, schon interessant wäre. Hier ist kein Schwein. Da geht sogar noch ein Weg rein. Ja. Oh Mann. So. Schönen Rückweg zum Auto. Für heute, ne? Ja, haben wir geschafft für heute. Aber ja, lagerplatztechnisch ist hier nicht viel. Das ist echt schade. Ja, müssen wir mal schauen. Interessant. Scheinbar hat hier jemand auch schon mal eine Idee. Soll ich mal? Ja. Sieht doch gut aus. Hm. Hat was. Hat was. Erstmal eine kleine Kaffeepause. Hoch. Ein kleiner Rucksack liegt hier einfach so rum. So, liebe Freunde, den haben wir uns erstmal verdient. Aber lagerplatzmäßig, Django, ist hier gar nichts, wa? Ne. Ist hier echt nückes, ey. Okay, hier kann man schön wandern, aber lagerplatztechnisch ist das hier scheiße. Wir haben auch gedacht, wäre besser, aber. Tja. Da machst du nichts. Jetzt müssen wir erstmal einen Kaffee machen. Jemand Bohnen? Ach, gerade nicht irgendwie. Ist ja nicht aufgefallen, dass wir noch keinen einzigen Furz in diesem Video hatten? Ja. Was sollen die Leute denken? Du, ne? Kannst du nicht gleich irgendwie nach den Bohnen doch mal? Oder braucht das bei dir länger? Mhm. Sieht aber gut aus. Quant sogar. Ja, schick. Hm? Was sagen Leute? Oh ja, ich probiere mal gleich. Lass mir ein bisschen was drin. Okay. Django, was glaubst du denn, was das hier für ein Tier ist? Die Spuren sind hier eindeutig. Kann schon fast eine Schlange sein, ne? Krass, ja? Mhm. Sieht sowas aus wie die Mountainbike-Natter. Ja. Ja, heftig. Das ist auch eine gewesen. Guck mal, eine grobzahnige. Mhm. Grobzahnige Mountainbike-Natter. Ja. Unglaublich. Mehrere, ne? Sieht mehrere, ja. Mhm. Muss eine ganze Familie gewesen sein. Ja. Wahnsinn. Ich Oh, hier wäre doch ein schöner Lagerplatz eigentlich. Ja, ne? Aber stimmt wahrscheinlich wieder irgendwas nicht dran. Ja, zu wenig Bäume. Ja, zu wenig Bäume, zu ungeschützt. Ja. Laufen Leute her. Blöd. Ja. Man sieht uns ja. Ja. Das ist ja nicht mal Baum. Was denn? Was da? Das hier? Mhm. Ja. Kennt man nur noch einen Schatten. Ja, einer der wenigen, der das hier überlebt hat vor 11 Jahren. Mein Gott. Was ist los? Da ist er wieder. Weißt du eigentlich, dass hier mal viel, viel mehr Bäume standen? Hier waren mal viel mehr Bäume, ja? Ja. Dann kam Kyrill. Alles das, was hier weg ist, hat mal der gute Kyrill 2000, wann war das überhaupt? 2007? 6? War das nicht bei der WM hier? Ja, irgendwie, irgendwie sowas, wa? Ja, ja, irgendwie so in dem Dreh. Hier, der gute Kyrill hat das weggehauen. Also man muss sich das eigentlich hier mit viel mehr Bäumen vorstellen. Ne? Ja, guck mal. Eigentlich. Was? Eigentlich. Thank you.
Ich geh mal links hoch. Ich habe unheimliche Höhenangst. Kannst du mich auffangen? Wäre zwar das erste und letzte Mal, aber es wäre okay. Na, ich bin beim Training schon aufs Maul gefallen, deswegen habe ich da nicht noch ein zweites Mal Bock drauf. So, gerade Kameraführung. Was ist das denn überhaupt für ein Rucksack, was du da auf hast? Miltec. Oh, eine Waffe sogar dabei. Miltec. Ein Miltec? Ja. Die Billigmarke von der Bundeswehr? Ja. Das finde ich verkehrt. Ja, natürlich. Und ein schönes Abzeichen hast du da. Das haben wir ja eigentlich noch gar nicht wirklich so in unseren Videos gezeigt, wieder mal. Ne? Das ist cool, ne? Ja. Das ist und bleibt einfach geil. Ja. Sehr schön. Ja, so immer nicht zu vögeln, wa? Was haben wir denn hier? Och, liebe Mitbürger. Mein Gott. Ich glaube, das sah schon als Kind so aus, irgendwie. Mhm. Oh, da ist er, der gemeine Waldkauz. Mhm. Ein Tonfall. Ja, super. Haben wir aber auch irgendwie noch nichts von gehört und von gesehen, was? Nee. Ja, das blendet natürlich jetzt auch mega. Schwarz-Milan. Ja, Schwarz- und Rot-Milan. Unfassbar. Rohrweide. Mhm. Hier auch. Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht schlecht, da lernt man nochmal was. Ja, da lernst du richtig was. Aber, blöderweise, können wir nicht in den Park. Ja. Das wären jetzt noch mal so ein paar schöne Aufnahmen gewesen, aber das wird leider nichts, weil, ach übrigens fehlt hier eigentlich bei Hunde noch, dahinter fehlt noch Eckdorf eigentlich. So, und wir haben, tada, Baumschäden. Baumschäden. Aber an welchen Bäumen? Ja, ja, das sieht jetzt eigentlich alles doch relativ solide aus. Solide aus. Naja. Safetti first. Und aus dem Grund, tja, können wir leider nicht in den Park. Tja, dann müssen wir uns noch was anderes umschauen.